Hallihallo Leute, hier ist der Gutko und willkommen zurück zu Let's Play Together DK Country 2, 102%. Und wer ist dabei? Der Crazy Zocker. Wie immer. Nee, Quatsch. Also, und dann fangen wir gleich mal an mit Albtraumfahrt. Ne? Oh. Ja, ja. Oh, das wird ein Spaß. Ja, du musst mich da links hochwerfen. Das siehst du wahrscheinlich selber ungefähr. Oh, okay. Ups, falsch. Ja, ja, heul nicht. Komm. Hier springen. Ah, jetzt, okay. Und dann. Für eine Banane? Nein. Ich hab dich falsch geworfen. Ja, du. Genau, das ist die Lösung. Yay! Und jetzt nochmal hochwerfen. Oha. Okay. Ja, du kannst mich aus dem Boden, glaube ich, noch. Okay. Okay, jetzt muss ich halt darüber rollen, so. Ich schmeiß dich rüber. Oder nee, dann wirst du ja nicht rangezogen. Ach so. Okay, warte, da ist das Rollen. Okay. Yay, yay. Oh. Ich glaube, da hast du bessere Chancen. Nachher wechseln wir wieder. Komm her. Ja. Genau. Machen wir es, dass ich vor dem Bonus wechsle, oder soll ich den Bonus machen und. Oh, jetzt werfe ich auch noch falsch. Mir egal, wie du meinst, wer für den Bonus besser ist. Oi. Also irgendwie leckt es eben, wenn ich spiele. Wenn du spielst, dann leckt es gar nicht so. Nee. Okay, nach dem Bonus dann, oder wie? Wie du möchtest, was du für... Nein, ich will nicht! Was du für besser hältst. Ja, okay, dann versuche ich den Bonus, mal gucken, was es ist. Okay, okay. Diesmal springe ich und flieg dann und nicht erst rollen und so versuchen, wie man es eigentlich mit Diddy Kong macht. Genau! Mach alle Gegner fertig! Oh, alle Gegner fertig. Ui, und du fährst gleich. BTF, alle Gegner, das geht doch gar nicht! Moment. Warte mal. Epic Fail? Warte mal kurz. Kann ich nochmal rein? Oh ne, muss ich jetzt erstmal hier nochmal komplett rumgehen. Das ist ja kacke. Ah, ich glaube, wir müssen nur eine bestimmte Anzahl sozusagen besiegen. Okay. Aber ist trotzdem gay, weil man weiß. Vor allem, ja, du fährst einfach nur gegen die und die sterben und du nicht. Das ist ja schon irgendwie geil. Ja, nur das Blöde ist, es ist schon irgendwie gay, weil du siehst ja nicht, wenn die. Okay, und hier war unten. Dann ist. Oben oder so. Dann ist unten. Oben, passt schon. Okay, sind genug. Wir machen okay. Das war merkwürdig. Jetzt wechseln wir wieder. Achso, hier ist übrigens so, wir müssen Erster werden bei dem Rennen, um die Donkey Kong Münze zu bekommen. Du kannst nach hinten drücken am Anfang. Nach hinten? Ja, dann kriegst du extra Stufen. Warte. Yeah. Ja, nee. Wow! Okay, das war sehr schlechte Reaktionszeit von mir. Hä? Oh, da haben wir schon alle Bonus. Boni. Ja. Ach, da gab's nur den einen Bonus. Ja, da gibt's wow. Einen. Deswegen gibt's ja in manchen Leveln 3 Boni, aber das ist eigentlich eher selten. Mhm. Und im ersten Lava-Level waren es, glaube ich, 3 oder so, ich weiß nicht mehr. Okay. Ach, du kannst die aber besiegen. Ja, oder einfach rüberspringen. Oder aufspringen. Oder das ist ja praktisch. Dann ist es ja gar nicht so schwer. Und Leute, das ist totaler Overkill. Hier gibt es keine Mittelhälfte-Dings. Man muss es plus 2 schaffen. Wow, das war knapp. Aber der Crazy Zucker zeigt uns seine Skills und macht das gleich mal. Perfekt. Wow. Hier, da. Es sieht sehr gefährlich aus und irgendwie, keine Ahnung. Also wenn die Bananen nicht da hätten, wirklich große Probleme, würde ich sagen. Nein! Wow, gerade so! Okay, das war knapp. Wow, ich finde es aber gut, dass ich nicht auf dem gerade drauf gelandet bin, weil sonst... Nein! Autsch! Scheiße, das war aber... Wir waren aber schon Dritter oder so, also das wäre nicht... Wir waren Zweiter. Zweiter? Ja. Wie, das war der Letzte oder was? Ja! Scheiße! Okay, jetzt komm ich... Oh Gott. Ich bin so geil, wie wieder kommt, wenn er rückwärts. Und jetzt muss ich gleich. Oh, ich. Warum springt er nicht bei mir? Okay, das ist ein Crazy Zocker Level. Obwohl mir Loren Spaß gefällt, ist das dein Level diesmal. Wie ich find, 90% der Level sind 2 schwerer als ein 1. So wie 90% der Levels sind, ist das dein Level. Naja, wobei, in 2 liegt es einfach daran, dass da so viele Ideen mit drin sind in so einem Lawn-Level. Und bei 1 war es ja einfach nur ein normales Fahren fast. Ja, genau. Mit ein bisschen Aber ist auch nicht schlecht, dass sie so neue Ideen reingebracht haben, weil so ein ganz normales Lawn-Level wäre irgendwie auch wieder langweilig gewesen. So monoton.
Okay, meistens bei diesen Gruben kommt direkt danach noch ein Sprung, wie hier. Okay. Meistens, also ich springe einfach dann nochmal, auch wenn es vielleicht nicht... naja. Es passt ja. Von dem her. Momentan passt es noch. Okay, so weit waren wir vorhin auch. Oh Mann, da muss man ja schon früher springen. Wie scheiße ist das denn? Wo soll man das denn... War das das gleiche wie vorher? Ne? Ach, nix. Nee, das war nicht der gleiche Abgrund wie vorher, oder was meinst du? Ah, okay. Du? Ja, genau, das meinte ich. Jetzt aber. Das ist eigentlich rot-rot-grün. Das ist total sinnlos. Naja, egal. Ne. Warum? Also, entweder du... Ich will's nochmal probieren, bitte. Hast du nicht, oder? Ich will's nochmal probieren, bitte. Okay? Okay. Wir haben auch nicht mehr viele Leben. Ja. Dankeschön. Voll Fettbeulerei und so. Es kann doch nicht sein, dass ich hier als größter Idiot des Jahres abgestempelt werde hier. Das lasse ich nicht mit mir. Das lasse ich mir nicht biegen. Jetzt gibt es Rache. Na. Oh. Warte mal, also ich würde sagen, wie machen wir das mit den Leben und so? Ja, wir holen kurz Leben und schneiden dann. Ja, in welchem Level? Was? Ach, das schauen wir dann. Bis gleich. So, willkommen zurück, Leute. Jetzt probieren wir es wieder. Wir haben 9 Leben gesammelt und jetzt kommt der nächste Versuch. Und hol dich erstmal. Oh, und es lädt. Okay. Grün. Nein, ich möchte nicht gewinnen. Nein, wie kommt ihr darauf? Zählt das eigentlich als Doping, diese Kiste da? Ey, das schiebt mich nach hinten. Ey. So. Ja, du solltest eher versuchen, auf die Rauf zu springen. So ungefähr. Aber manchmal funktioniert das nicht mit dem Gegenwand. Warum auch immer. Okay. Oh. Oh, übersprungen. Okay, so geht das auch. Ich muss unbedingt erster werden. Du, 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 du. Nein, du, 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 du. Nicht ich. Quatsch. Okay, dann probierst du es noch einmal. Sparwitz, FTW. Okay. Sparflachwitz. So. Wirst du es schaffen? Du musst es schaffen jetzt. Kein Bock mehr auf dieses Level. Hast du mir Level davor auch gesagt, aber... Ich weiß, aber meine Nerven liegen zurzeit ziemlich blank bei diesem Spiel. Und das nächste Level war einigermaßen okay. Sozial. Also ja, das nächste Level war ja aber auch unmenschlich, also bitte. Ja, das Level davor, das war wirklich... Vor allem das Bonus-Level aus dieser Welt, das ist das Unmenschlichste, was ich je erlebt habe. Sowas habe ich selten erlebt, so frech wie das ist. Ich habe es zwar schon ein, zwei Mal geschafft in meinem so qualvollen Leben. Und zwar ohne Safe States, aber... Okay. Und das wird spannend. Ja, du wirst schon sehen. Du wirst mir sogar recht geben. Das glaube ich dir aber. Da bin ich gespannt. Oh, ich lande nicht mehr drauf. Das ist so ein knapper Sprung und dann... Naja. Aber wie frech ist denn das, keine Speicherhälfte da einzubauen? Ich meine... Ja, ich glaube, das Spiel wird es nicht schaffen, deine Platzierung zu speichern bei der Speicherhälfte. Ja, heutzutage schon, aber damals waren sie ja noch zu behindert. Heutzutage. Das haben sie auch noch nicht so. Heutzutage hätten die eine Schrotflinte in der Hand, man könnte die Krokodile abknallen. Ich glaub's auch. Aber ja, ich glaube, ich weiß, warum ich gegen die Gegenfahrt kill und du da. Das bei dir nicht funktioniert. Ich drück die ganze Zeit nach rechts beim Fahren. Ich doch auch. Echt? Oh! Ja. Schubidubidu. Ja, und es sind 7 Leben. Ah, das klappt noch. Jetzt schaffst du es. Das weiß ich ja eh. Ist alles vorgeplant. Ja, Schicksal. Genau. Und so. Ich kann vorher sehen. Ich kurz warten. Und jetzt geht's wieder. Okidoki. Und das Rennen beginnt, meine Damen und Herren. Dixie Kong ganz hinten vor ihr. Blau, gelb, rot, blau, gelb irgendwie. Okay. Und der Blaue ist ausgeschaltet. Und der Gelbe auch. Und Dixie ist auf dem 8. Platz. Wir sind gespannt. Und der Rose wurde einfach platt gefahren. Der Kopf ist weggeflogen. Das Blut ist gespritzt. Die Knochen zerschmettert. Doch, Dixie geht nicht auf. Sie springt und hat den Gelben übersprungen. Sie hat ihn sogar sozialerweise am Leben gelassen. Dixie Kong, sie ist unaufhaltbar. Sie springt und tot. Oh mein Gott, das ist so ein blutiges Gemetzel hier. So was habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Scheiße, ich kann nicht mehr spielen. Und da ist der Grüne ist auch tot. Oh mein Gott, haben Sie das gesehen?
Sowas möchte ich niemals erleben. Sie springt nochmal. Und da ist der Blaue. Oh nein, Erste. Oh nein. Und die Hoden wurden zerdreht. Oh nein. Mein Gott. Dixie Kong, sie lässt sich nicht aufhalten. Sie springt und fährt. Und nur noch ein Gegner voraus. Der Gelbe, er heult schon, er weint schon. Ruft nach seiner Mutter. Oh, da hat er Glück gehabt. Oh nein, aber Dixie Kong bleibt an ihm dran. Sie will ihn unbedingt tot sehen. Und oh Gott. Was? Nein. Und dann hat sie doch verloren. Schade. Aber wenn du überlegst, eigentlich ist es wirklich total brutal. Dann springt er mit den Reifen von dem in die Augen oder so. Die gucken doch so traurig nach hinten, tu mir nichts. Und du. Die kommen einfach mit dem Arm. Und jetzt ist der runtergeschossen. Das war dumm. Das ist ganz gut von dir. Yay. Yeah. Ja, plötzlich funktioniert es mit dem Gegenfahren. Also, irgendwas muss jetzt. Wow. Das Trampolin benutzt. Sport! Zu einem bestimmten Zeitpunkt weiß ich immer, wann die Abgründe kommen, schon auswendig, aber dann ab da, wo wir Zweiter sind oder Dritter auch schon, da weiß ich es nicht mehr. Meinst du, wir sollten mal die Blutanimation für die Abonnenten eigentlich mal einschalten? Nee. Nee, Quatsch, gibt es natürlich gar keine. Ja doch, ne? Natürlich. Ja klar, wir würden aber Probleme bekommen mit der USK und deshalb machen wir das nicht, oder wie? Ja, oh Gott, genau, oh Gott, genau, oh Gott, jetzt wird der Schwierigkeitsgrad ums Fünffache erhöht. Und der Gelbe wurde übersprungen, er hatte Glück. Irgendwie überspringe ich immer dieselben Dinos. Und das Blut spritzt, die Knochen zermalen. Naja, kann man nichts machen. Und die Musik. Sehr monoton. Doch, was soll's. Und der Wo schafft es sogar. Yay, Crazy Talker, Crazy Talker, Crazy Talker, Crazy. Nein. Oh oh. Hallo, spring doch. Hallo, Dixie, du Fotze. Wo. Standbild. Wieso springst du denn noch? Hallo, lass das. Ich rede immer noch, mein Gott. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Wo. Jawohl. Oh. Eine Banane mitzugeben. Und ihr? Nein! Oh Mann. Okay, jetzt erstmal noobiges Fahren von mir kurz. Ja, wir machen eine kurze Pause, wisst ihr? Kurze Erholpause für den Crazy Zockers. So lang, Good Goes Failing Day. Willkommen, die armen Herren und Herren, zu Good Goes Failing Day. Die Frage ist, wetten Sie jetzt, wie lange wir das schaffen? Wetten Sie Ihr Vermögen drauf? Oh, die erste hat übersprungen. Oh, das hat er sogar geschafft. Den zweiten hat er bleibt gewalzt, das ist ja kein Wunder. Und wird er jetzt sterben? Oh, nein, sogar das hat er geschafft. Wow, und aber jetzt. Oh. Okay, alle, die bei der dritten Abgrund gewettet haben, haben was gewonnen. Und zwar einen Keks. Sie haben Tickets gewonnen für die nächste Zermalm-Quest-Challenge-Show. Mit blutigen Krokodilen. Die keiner sehen will. Also, los geht's. Deswegen gucken sie auf das Video, was keiner sehen will, genau. Och man. Standbilderrennen. Ja, der Daumenkino von Daumen-Kino. Dem Kind gezeichnet. Von einem Kleinkind gezeichnet. Yay, und den hast du wieder übersprungen. Wie immer. Das ist der Einzige, den magst du irgendwie, oder? Das ist der Einzige, den du mal leben lässt. Ja, der ist pathisch. Der hat mir ordentlich einen. Naja, ist egal. Was hat er dir? Oha, bist du pervers. Hier ist man schon Vierter und hier kommt immer noch nicht das O. Das ist ein bisschen zu lang, die Strecke, finde ich. Scheiß Betreiber. Okay. Und das ist. Wow. Verknapp, immer schier und Herzinfarkt. Ja, jetzt fällt sich an der behindertsten Stelle an zu. Naja, ich sag nichts. Rackeln. Wow. Also den kriege ich irgendwie nicht vor dem Abgrund, aber ich möchte das auch nicht so genau riskieren. Und kannst du jetzt mal sterben, bitte? Danke. Okay. Nein! Ja! Ja! Ah! Ah! So viele! Jetzt müssten wir aber theoretisch nicht. Das heißt, wir können langsam fahren. Obwohl, wir müssen nicht unbedingt Erster werden. Aber das Wort langsam gibt es in meinem Wortschatz nicht. Yay! Yeah. Failing. Ich möchte failen. Also erstmal Turbo holen. Aber ich finde, das ist ja gar kein Turbo, weil man eigentlich so weit zurückfährt und dann wieder vor, dann kann man gleich vorfahren. Jetzt war ich gerade abgelenkt. Aber weißt du, verstehst du, was ich meine?
Naja, ich kann dir ja mal zeigen, wie es aussieht beim Vorwärtswerten. Moment, du wirst es gleich sehen. Du wirst einen Unterschied erkennen. Okay. Und jetzt ist man gleich schnell. Nee, nicht mal. Okay, hab schon verstanden. Nimm alles zurück. Man kann nach hinten gedrückt lassen, dann fährt man so langsam. Und dann dauert dieses Level nur 4 Parts. Ja. Ja, aber an den schweren Stellen kann ich ja langsam fahren. Ja, genau. An den Abgründen zum Beispiel von mir aus oder so. Ich glaube, das erste Mal, dass ich den getötet habe, kann das sein? Oh, tatsächlich. Nur weil du langsam gefahren bist, aber. Oh. Bin ich auch mal in die Abgründe fallen? Mann, ihr Deppen. Ja, ja. Wow. Ich dachte gerade, ich sterbe jetzt, weil ich auf den rum. Das war echt gefährlich. Also, meine Damen und Herren, hier schwitzen wir uns die Arschkimme wund. Also. Eierwund. Oh, ist ja, das, kann das mal bitte noch mehr hängen? Das ist wieder sozial von unserem PCs. Warte mal, ich glaube, ich lasse ihn lieber vorfahren, weil sonst renne ich. Er hatte Vorfahrt, du willst die Vorfahrtsregel nicht missachten diesmal. Warte mal, kommen eigentlich die Gegner nicht übersprungen haben von hinten, weil sonst rammen die mich plötzlich in den Abgrund oder so rein. Oh, das wäre schlecht. Aber du hast doch bis jetzt jeden getötet. Was? Oh Mann, das ist doch. Ey, hallo? Oh je, dieses Level.